Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Tag 3, 0.15 Uhr, mitten in der Nacht nach wie vor. Wir werden ein bisschen Basisbau natürlich betreiben. Wir haben noch ein bisschen was zum Upgraden, unter anderem, was wir denn noch so alles bauen müssen und so weiter und so fort. Ich würde auch eigentlich gerne die Decke ein Stück tiefer setzen, aber wir kommen mit zwei eigentlich ganz klar. Wir müssen schauen, wenn jetzt wieder Zombies kommen, haben wir ein kleines Problem. Wir nehmen vielleicht dann noch die Schrotflinte dazu. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir nehmen die Schrotflinte noch dazu. Wir haben dann ohne Ende Schuss dafür. Und wir haben eine Schrotflinte. Ist zwar nur eine improvisierte mit einem Schuss, aber der eine Schuss haut auf jeden Fall ein. Wir sollten es auf jeden Fall mal laden. Wir nehmen dann auch zusätzlich die Schuss mit. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen weiterbauen hier. Das Ganze. Sind im Moment am Baseballschläger fertigen. Wir haben Metall. Sogar sehr viel Metall. Wir sind hier gerade am Maisbrot herstellen, am Wasser herstellen. Wasser können wir gleich mal noch benutzen. Aber Maisbrot können wir auch gleich schon wieder benutzen. Und dann geht unsere Gesundheit auch wieder nach oben. Und ja, wir bauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen die Basis weiter aus. Werden dann später nochmal die Schmiede versetzen müssen, wenn sie dann natürlich leer ist dann auch. Und ja, fangen dann auch irgendwann an, die Hordenfalle oben zu bauen. Aber wir sind auch nach wie vor infiziert. 4,4% jetzt bereits. Das heißt, wir müssen irgendwann bei der guten Chain vorbeigucken, damit wir im Idealfall Antibiotika oder irgendwas bei ihr kaufen können. Wenn nicht, sieht es tatsächlich recht schlecht für uns aus. Dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie schnellstmöglich wieder mehrere Honigpackungen finden. Das letzte Mal hat das Ganze sehr, sehr gut geklappt. Die Frage ist, ob es dann wieder so klappt. Aber ja, müssen wir mal schauen. Achso, wir können übrigens bessere Holzknüppel mittlerweile bauen. Steinachsstufe 4. Dafür brauchen wir noch Pflanzenfasern. Die sollten wir haben. Jetzt haben wir aus Versehen das Ding eingesammelt, den Schlafsack. Den möchte ich auf jeden Fall nach hinten legen, aber wir müssen jetzt eh noch die 40 Sekunden warten, bis wir hier großartig weiterkommen. So, das hier müsste normaler. Genau, perfekt. Und dann können wir gleich die Stufe 4er Axt bauen. Können noch ein bisschen Zeug modifizieren. Im Moment fehlt noch ein bisschen Stoff, damit wir uns die Doppeltaschenmod beispielsweise noch holen können. Das wäre ganz cool. Und ja. Aber wir kloppen uns jetzt hier erstmal ein bisschen durch die Gegend. Pflastersteine herstellen. Zement können wir nach wie vor noch nicht. Wann kriegen wir eigentlich den Zementmischer? Wir haben noch Skillpunkte, oder? Drei Skillpunkte haben wir noch zu vergeben. Wieso? Weil wir Stärke nicht... Wieso haben wir Stärkeverlust? Wir haben Stärkeverlust. Wieso haben wir einen Stärkeverlust eigentlich? Weichei. Können wir noch einen Punkt reinstecken, dann haben wir die Stärke zumindest wieder. Bergbaumeisterschaft ist die andere Frage. Vom Landleben würde ich eigentlich gerne noch reinbauen. Chance von 15%, ein zusätzliche Feldfrucht zu ernten. Das Fertigen von Bienen kostet 50% weniger. Verdreifacht die Erntemenge. Aber da brauchen wir auch eine Standfähigkeit von 5. Die Standfähigkeit verbessert. Du fühlst dich etwas besser als vorher. Du verursachst 200% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit deinen Fäusten und Maschinengewehren eine Chance von 10%, dein Ziel zu zergliedern. Okay, das ist jetzt nicht so Bombe tatsächlich. Isoliert vom Landleben. Schmerztoleranz. Laufen und Schießen, Parcours wäre, glaube ich, Springen, leichte Rüstung, Bogenschießen, Wolven, ja, das ist nicht so wirklich was dabei. Das sind die einzelnen Bücher, das müssen wir mal gucken. Reparaturwerkzeug, also Erntewerkzeug, Stufe 5 haben wir mit 10, also drei weitere. Reparaturwerkzeug, da fehlt noch ein bisschen was. Sammelwerkzeug, den Schraubenschlüssel, den haben wir jetzt schon hergestellt mittlerweile. Klingen, noch Messer Stufe 3. Knüppel für den Baseballschläger, den wir gerade herstellen. Bögen, Speere, Handfeuerwaffen, nur die selbstgebaute. Da sind wir Stufe 2. Stufe 2 Handgranate können wir herstellen. Cool. Robotik wäre der selbstgebaute Stab. Okay. Rüstung, Stoff und zerlegen. Ein Stoff, Stufe 3. Was? Das ist eine Mod, oder? Stoff und zerlegen. Leder und Eisen. Das hier, weil wir das alte Eisenzeug herstellen können. Medizin, die Verbände, die können wir noch nicht erstellen. Nahrung, ja, da fehlt es jetzt momentan noch. Oh, danach kommt das bessere Fleisch. Yucca-Saft, hier Eisen und so weiter. Sehr cool. Samen, ah, da können wir dann weitere Samen produzieren. Boah, da brauchst du auch viel. Aber es sind nur 12 Stück bei den Samen. Fallen können wir noch gar nichts. Ja, Fallen können wir auch noch nichts. Arbeitsstation, der Wassersammler, die Schmiede. Ach guck, oh, Dietriche, Werkbank. Und Dietriche. Dietriche wären super. Und Fahrzeuge haben wir noch gar, haben wir auch noch gar keine Bücher gefunden fürs Fahrrad. Aber wir haben Gott sei Dank das Fahrrad. Aber wir bräuchten mehr Werkzeuge. Wir bräuchten mehr Bücher für die Fahrzeuge. Fahrzeuge haben wir wirklich noch gar nichts. Werkzeuge geht. Okay, hier ist hin. Die Viereraxt. Verändern. Bitte raus. Verändern. Bitte rein. Abschließen. Schau.
Der Baseballschläger macht im Nahkampf 18,6 und wir machen hier 23. Oder lohnt sich aber? Heftiger Angriff ist 36. 37. Verändern. Lohnt sich da? Wir brauchen weniger Ausdauer. Kann das sein? Angriff die Minute 55, 52. Ausdauerkosten 20,9. Ausdauerkosten 17. Der ist eigentlich viel besser wie der Baseballschläger. Ausdauerkosten sind hier höher. Ich glaube, wir bleiben bei unserer 5er Keule erstmal, bis wir unseren Baseballschläger höher entwickelt haben. Der ist tatsächlich schlechter wie die Keule gerade. Das ist aber du. Das ist nicht gut eigentlich. Eigentlich müsste der ein bisschen, zumindest ein Ticken stärker sein. Würde Sinn ergeben. Wir brauchen natürlich auch noch Werkzeuge. Aber, ja. Wir graben hier übrigens hier hinten weiter, weil wir natürlich auch hier nach seitlich weiter wollen, höher wollen, die Höhle. Wir sind ja noch ein bisschen am Ausbauen. Aber ich glaube, dann bleiben wir fast auf unserem... Wir können mal probieren, wie sich der Baseballschläger anfühlt. Vielleicht spielt sich's damit einfach besser. Müssen wir mal gucken. Aber im Moment tatsächlich der Knüppel Stufe 5 zumindest besser wie der Baseballschläger Stufe 1. Dabei ist es das nächste Upgrade. Haben wir für den Baseballschläger noch Modifikationen? Nein, oder? Wir haben keine weiteren Mods. Oh ja, wir können jetzt dann auch weitere Kisten bauen. Da können wir unser Lager endlich richtig bauen. Das können wir natürlich auch noch machen. Wir haben Holz, wir brauchen Blöcke. Wir haben 1 Uhr. Okay. Ja, wir müssen nach unten. Den Boden müssen wir noch upgraden, ist klar. Wir müssen Holz sammeln. Und die Infektion ist momentan eigentlich so das Hauptproblem. Aber wir werden zu Chain jetzt dann gehen. Und den Auftrag annehmen von ihr, den nächsten. Und dann hoffentlich da bei ihr Antibiotika auch dementsprechend kaufen können. Die Hoffnung stirbt bekannt zuletzt. Schauen wir mal. Ah, 68 Leben, da geht auch noch ein bisschen was. Nahrung brauchen wir auch. Aber das sind alles Dinge, die kriegen wir hin. Wir haben sehr, sehr viele Steine. Wenn wir die Tag 7 Horde mit Pflastersteinen bauen, ist das, glaube ich, also die Falle. Sollte das, glaube ich, ausreichend sein. Guck mal, jetzt waren wir hier aber recht fleißig. Haben zumindest einen weiteren Gang geschafft. Ich würde, die Frage ist, wo bauen wir hin? Bauen wir nach hier drüben? Wir bauen nach hier drüben, oder? Wir bauen erstmal nach rechts weiter. Das Ganze wird sowieso, also wir werden am Ende einen riesengroßen unterirdischen Bunker haben. Aber wie gesagt, wenn die Werkzeuge vielleicht ein bisschen besser sind auch. Wir nutzen die Nacht, bauen da. Aber wir brauchen trotzdem ein bisschen besser Werkzeuge. Das macht sonst einfach wenig Sinn. So, hier verbreitern wir uns. Die Gehirnerschüttung 1 Stunde 18. Können wir dagegen irgendwas tun? Schmerzmittel für die Heilung. Wir brauchen Tabletten. Oder wir gehen in den Pillenladen. Wir haben ja einen Pillenladen gefunden. Bei uns in der Stadt. Vielleicht sollten wir den mal plündern, dass wir da noch irgendwas finden. Wir würden es auf jeden Fall brauchen. Okay. Die Ausdauer weg. Den Schlafsack. Den können wir schon mal wieder platzieren. Den legen wir jetzt nach hier hinten. Bingo. Die Schmiede. Wir haben Eisen. Was für Modifikationen können wir bauen? Ja, wir können uns tatsächlich Alteisenschuhe und so weiter auch bauen. Aber es wäre eigentlich, die Doppeltaschenmod wäre besser. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Stofffetzen. Wo sehe ich die Modifikationen? Verband... Erste Hilfewand, wofür brauchen wir die Creme? Pilzsamen geht noch nicht. Steinschaufel Stufe 4 sollten wir vielleicht mal bauen. By the way. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Das können wir alles noch nicht bauen. Jagdmesser können wir auch noch nicht bauen. Eisenspeer auch nicht. Pfeile könnten wir bauen. Modifikationen, aber wobei die Modifikationen kann ich eh erst an der Werkbank bauen. Da können wir dann die Modifikation bauen. Dafür brauchen wir allerdings noch ein paar Pläne. Ja, das heißt weiter Questen, Questen, Questen. Haben wir jetzt das Fahrrad? Ich meine, wir kommen ja sonst kommen wir gut vorwärts eigentlich. Würde ich behaupten. Können das hier auf jeden Fall nochmal nutzen. Das haut uns jetzt zumindest erstmal wieder ein bisschen hoch.
Wasser kann man benutzen. Den hier können wir auch gleich nochmal essen. Dann haben wir 40, 50 Nahrung wieder regeneriert. Das reicht jetzt erstmal. Wir haben 1300 Steine. Und wir haben Kohle. Kohle brauchen wir dann zur Munitionsherstellung. Aber dafür brauchen wir die Chemiestation. Und bis wir da sind... Oh. Das wird noch eine Weile dauern. Problem wird auf jeden Fall die Infektion irgendwann. Aber schauen wir mal. Ich glaube, Lehm fehlt uns, oder? Ne, Lehm haben... Eis... Oh, wir haben das Eisen komplett rausgeschmolzen. Okay, wir haben 110 Eisenbahnen dafür. Reparieren. Verändern. 32, okay. Die Mod können wir da nicht anbringen. Verändern. Geht leider nicht, schade. Wäre cool gewesen, wenn das gehen würde. Dann haben wir das, da haben wir was drin. Dann haben wir die hier, verändern. Achso, das geht nur in Schuhe. Logischerweise das mit dem Fallschaden. Aber Schuhe haben wir. Verändern. Ah, okay. Da kann man leider nichts reinstecken. Okay, Schuhe bräuchten wir auch noch. Ja, das mit der Gehirnerschütterung ist nervig, aber es geht, glaube ich, noch. 70 Leben. Die Abschürfung können wir auch nichts gegen tun, oder? Einfacher Verband wird das Bluten stoppen. Deine maximale Gesundheit... kann nur mit einem Verbandskasten oder einem Nacet richtig behandelt werden. Oh, aber Nacet dafür opfern? Können wir Nacet herstellen? Nacet. Nägel. Nägel können wir... Oh, Nägel an der Schmiede. Ich hätte gerne Nägel, Freunde. Für Kisten. Dafür brauchen wir aber nochmal Eisen. Aber Nägel... Oh, 24 werden eh noch hergestellt. Oh, wir müssen hier unbedingt nochmal... Eisen schmelzen die relativ zügig. Das Nacet geht aber leider nicht. Wir können kein Nacet herstellen. Vielleicht später an der Werkbank, aber zumindest jetzt können wir kein Nacet herstellen. Und ich würde die ungern opfern. Wir haben zwar noch... Ja, wobei, wir haben eins übrig. Schnittwunden nähen. Wir brauchen zwei für die Taschenmod. Na komm, wir machen die Schnittwunde zumindest noch weg. Da ist die Schnittwunde weg. Wir haben noch zwei Stück für die Doppeltaschenmod. Ich meine, dadurch gewinnen wir zwei Taschenplätze wieder. Das ist eine Menge. So, einmal, zweimal, dreimal. Sehr schön. Dann haben wir das Ganze nochmal wieder einzeln verbreitert. Nein, wir haben Platz hier unten, das geht schon. Es ist eng, aber es funktioniert schon irgendwie. So, 2.33 Uhr ein bisschen Zeit haben wir auch noch, wo wir noch ein bisschen rumgraben können. Die Frage ist, ob wir nochmal Skillpunkte in... Wir werden aber Skillpunkte nochmal reinsetzen, oder? Es macht Sinn, wenn wir so viel graben, macht es eigentlich Sinn, auf Bergbaumeister nochmal was reinzusetzen. Mein Blockschaden 30%, Blockschaden 60% erhöht. Ganz ehrlich, das müsste jetzt um einiges dann schneller nochmal funktionieren, das Ganze. Ja, guck mal einer an. Guck mal, so kann man... Okay, das hätten wir gleich machen sollen vielleicht. So kann man arbeiten. Also so können wir arbeiten auf jeden Fall. Dann würde ich sogar jetzt anfangen, hier oben wegzugraben. Der Blockschaden ist schon krass. Dann ist die Frage, ob wir, wenn wir so viel Blockschaden anrichten, ob das dann auch gilt für Tresore und so weiter. Wenn ja, brauchen wir die Dietriche gar nicht. Dann sparen wir uns das mit dem Dieb und Dietriche knacken, weil wenn wir den, wenn wir so schnell Dinge aufbrechen können... Reicht mir das? Voll und ganz. So ein bisschen besseres Werkzeug. Und alles ist gut. So, wir verbreitern uns trotzdem aber erstmal. Ich glaube, bevor wir nach oben gehen, verbreitern wir uns noch weiter nach hinten. Auf jeden Fall um eins. Zur Seite auf jeden Fall auch noch eins. Damit wir das Lager hier reinbauen können. Später wird alles nochmal umgebaut. Später, also wenn wir die richtigen Werkzeuge haben, bauen wir alles auf schön. Dann möchte ich eigene Räume haben. Ich möchte ein eigenes Lager haben mit Kisten.
Ich würde mir sogar hier unten ein Gewächshaus gerne anlegen wollen. Wir müssen mal testen, ob hier unten Pflanzen wachsen. Das können wir eigentlich mal machen mit einem Beet. Aber wir haben kein verrottetes Fleisch mehr. Aber wir nehmen, glaube ich, mal ein Beet. Setzen ein Beet hier unten rein und gucken mal, ob hier unten Zeug wächst. Ob das tatsächlich... Ich bin der Meinung, in diesem Spiel braucht das Zeug kein Sonnenlicht. Es müsste, glaube ich, auch wachsen in völliger Dunkelheit. Von dem her... Können wir es mal testen, wenn das funktioniert, würde ich hier unten sogar ein Gewächshaus reinbauen wollen. Notfalls, wenn es nicht gehen würde, würden wir es einfach auf die Hordenfalle irgendwie mit draufstellen. Wir bauen eine sehr große Hordenfalle. Wir haben noch nicht angefangen, aber wir werden bald anfangen. Achso, das können wir eigentlich mal machen. Wir brauchen Pflastersteine erstmal dafür. Also wir können hier den Boden aufwerten. Und die nächste Aufwertung ist dann mit Pflasterstein. Mit Pflasterhandschuhe, nee, Pflastersteine. Ach, Topfpflanze, nett. Und dafür brauchen wir, ach, auch wieder Lehm und Stein. 37. Oh, wir haben ein bisschen was am Pflasterstein auch irgendwo rumliegen. Genau, hier. Und wir brauchen Lehm. Ja, eins weiter oben mehr Lehmboden. Vielleicht bauen wir eh noch eins weiter hoch. Und dann können wir Lehmboden abgraben. Oder wir nehmen die eine oder andere vergrabene Vorrede-Quest noch mit. Da haben wir auch relativ gut Lehmboden hier rausbekommen. Würde es sich lohnen, denke ich mal. So, wir haben jetzt natürlich noch die Händlerquest. Wir können höchstens zu... Oh, wir fahren, glaube ich, zu Chain, während wir noch... während 5 Uhr rum können wir zu Chain fahren. Um 6 Uhr macht der Händler auf. 6.05 Uhr oder 6.15 Uhr war es, glaube ich. Dass wir dann zu Chain schon mal zumindest in die Richtung fahren oder hinfahren. Dort vielleicht noch irgendwie Zeitungen looten. Aus den Briefkästen zum Beispiel. Und dann bei ihr direkt früh morgens reinschneiden können. Vielleicht sogar eine Quest annehmen können bei ihr. Dass wir 2 Quests machen. Und unsere Antibiotika eben auch kriegen, weil unsere Infektion wird immer schlimmer und schlimmer und 25% nimmt eine Antibiotika-Pille runter. Nicht, dass wir am Ende nicht mal mehr Antibiotika zur Heilung haben. Das wäre natürlich ganz schlecht. So, wir brauchen weitere Holzblöcke. 15. Und wir bauen hier erstmal weiter ab. Oh, das mit dem Abbauen hat sich gelohnt. Wir haben so viele Steine. Dann können wir auch die Schmiede bald versetzen. Sieht hier eigentlich aus? Mal Lehm. 1000 Lehm haben wir drin. Nägel machen wir nochmal 50. Schmiedes Eisen 21 nochmal. Wir müssen die Schmiede leer ziehen, weil alle Materialien, die drin sind, wenn wir sie versetzen, verlieren wir. Deswegen im Idealfall eine leere Schmiede, weil dann ist mir das Material, was drin liegt, egal. Wir müssen auch dann denken, den Amboss rauszuziehen. Den haben wir rein, oder? Ja, der Amboss ist drin. Auch ganz wichtig. So, hier nochmal, da nochmal. Und... Sehr schön. Ein weiterer Block. Dann würde ich sagen... Machen wir hier noch einen Block frei. Und gehen hier noch eins weiter nach hinten. Dann noch nach oben. Ein weiteres vielleicht nach oben, dass wir eben, wie gesagt, in Richtung Lehmboden kommen. Metall und so weiter. Kohle kriegen wir echt hier... Ja, aber auf jeden Fall. Das hat ja auch noch mehreren angehört, ehrlich gesagt. Die waren, nur fürs Protokoll, die waren beide geladen, die Waffen. Warum? Waren beide geladen, durchgeladen. Ich habe doch die Schrotflinte vorhin geladen. Ich habe doch die... Ich habe beide geladen. Oh, da kommt noch mehr. Macht laden. Wo bei uns ist ein Zombie. Auch Lärm. Also macht alles Lärm, aber wir sind eigentlich weit genug unten. Okay.
Was brauchen wir noch? Steinspeerverbände. Okay, Tausammler haben wir gebaut. Da müssen wir mal gucken, wie der funktioniert. Der müsste eigentlich schon was eingesammelt haben. Pflastersteine können wir nochmal 200... Ja, nochmal Pflastersteine herstellen. Können wir da auch gleich irgendwie... bessere... Also Pflastersteinblock herstellen? Ja, können wir. Das ist gut. Das stellen wir dann auf jeden Fall auch gleich mit her. Der Zombie ist tatsächlich vorbeigelaufen, weil wir jetzt leise waren. Natürlich nett. Wir hören zumindest gerade nicht mehr. Okay, wir graben erstmal weiter. Wir müssen unsere Rüstung reparieren, aber das ist kein Problem. Das machen wir mit Eisen. Ja, wobei wir haben kein Eisen mehr. Shit, wir haben unsere ganze... Obwohl, wir sammeln. Ah, ne. So sagt der Rüstung schwach. Achso, wegen dem Kopf. So, wenn ich jetzt hier... Nee. Hä? Wieso ging das vorhin nicht? Er ist tot, oder? Das ist eine Kackhorde. Ja, okay. Wir haben jetzt noch 6 Minuten. Die reparieren wir gegen. Wir haben eine Kackhorde über uns. Ist das dein Ernst? Okay, 3 Minuten noch. Okay, den haben sie zerstört, war mir irgendwie klar. Okay. So, jetzt hört es zumindest auf zu rennen. Die Frage ist, wie wir es machen. Wir schießen und versuchen dann wegzurennen, oder? Okay, das ist gut. Das ist schlecht. Okay, das ist gut. Das hat relativ gut funktioniert. Wir haben eine Wanderhorde über uns. Ist klar. Okay, 2 Hammer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Zombies müsste es gewesen sein. 2 lagen ja schon unten. 1 Beutel. Scheiß Wanderhorde über uns. Oh, Schmerztabletten für unser Köpfchen. Nett. Problem ist nur, das kostet wieder Wasser. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall 2-mal gegentrinken. Und Nahrung, das Maisbrot können wir auch gleich wieder nehmen. Okay. Ernsthaft? Was ist dein Ernst? Wo kommen die alle her? Jetzt ist hier mal Schluss! Wir haben so Loot. Oh, okay. Nett. Reparieren. Tragen. Ah, ne. Tragen. Okay. Immerhin. Immerhin. So, Tausammler. Tausammler Le... Ah! Ach, cool! Das steigt dann langsam. Cool. Das ist tatsächlich cool. Moinsen. Moinsen. So. Okay. Nummer 1. Ja, besser. Nummer 2. Gut. Wanderhorde. Schön. Haben wir auch gehabt. 4.26 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit im Moment. Ganz grob zumindest. Dass wir hier zumindest noch ein bisschen abbauen im Moment. Wir bauen uns jetzt hier erstmal nach wie vor weiter. Das bedeutet hier und da und da und ja, da müssen wir so abbauen. Wir erweitern jetzt nochmal um 1 das Ganze. Aber ihr merkt schon, wir werden langsam groß hier unten. Es wird, es wird. Es dauert, aber es wird.
Unsere Rüstung ist geschwächt, das ist aber nur die Kopfrüstung, da brauchen wir sowieso eine bessere. Wir können uns eine Alteisenrüstung, glaube ich, bauen. Alteisen-Kopfrüstung, Alteisenhelm. Ah, wobei haben wir alles. Ja, Stufe 2. Brauchen wir einen Alteisenhelm. Der ist auf jeden Fall besser wie das, was wir haben, das Stoffding. Das können wir da noch mit verkaufen. Wir nehmen auf jeden Fall alles an Kohle mit. Dann zu Chain. Das sollten wir vielleicht ins Fahrrad packen, die Kohle. Und das Verkaufszeug. Ich habe die Tür oben nicht zugemacht, oder? Ja gut, es kann jetzt nicht gleich wieder eine Wanderhorde kommen. Oder? Wäre komisch, wenn ihm so wäre. Aber so geht's vorwärts. Wir werden noch mehr in Bergbau reinstecken. Also da wir hier alles unterirdisch bauen, macht es einfach wirklich Sinn, da Skillpunkte rein zu versenken. Wenn du jetzt nicht unterirdisch baust, würde ich sagen, lass es lieber. Aber da wir sehr viel unterirdisch machen, ist das, glaube ich, echt sinnvoll. Reparieren. Ach, wir wollen mal den Baseballschläger ausprobieren. By the way. So, 4.43 Uhr. Ja, wenn wir in kurz nach 5 losfahren, glaube ich. Wir haben jetzt das Fahrrad. Richtung Chain passt das, denke ich mal. Und hier wird es immer größer und größer. Sehr schön, hier ist immer Sand. Sand ist der Freund. Warum? Weil man es super schnell weggraben kann. Und schon wieder eine Verletzung am Bein. Das ist unglaublich. Und wir brauchen mehr Verbände. Wir brauchen allgemein medizinisches Stuff. Wäre ganz gut, wenn wir noch ein bisschen was kaufen, bauen, wie auch immer. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber 102 Leben im Moment. Hier nebendran. Die nächste Wand hier wird übrigens geil, weil wir da Sand haben. Also die, nach links können wir jetzt ganz gut erweitern, ohne dass wir uns groß einen abbrechen müssen. Weil hier überall Sand ist. Ja, das geht wunderbar einfach. Ein Powerschlag, ein normaler, zack raus. Ein Powerschlag, okay, das ist wieder leider Stein. Ein Powerschlag, ein normaler, Powerschlag. Allerdings, Sand kann auch einstürzen. Da muss man tatsächlich, also man muss ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass Sand nämlich irgendwann sagt, ja, ich mache nicht mehr. Dann stürzt das einfach von oben alles ein. Wäre jetzt schlecht, wenn man da ein Loch drin hat, weil das müsste man dann irgendwie wieder füllen. Aber ich hoffe, wir sind tief genug, dass hier nichts einbröckelt. Wobei, ja, es könnte tatsächlich passieren. Weiß ich nicht. Mal gucken. Jetzt sind wir schon um einiges weiter wieder. Läuft. Läuft. So, 5 Uhr. Level 9. Okay. Also das Graben macht sie auch da bezahlt. So, dann hier. Und dann können wir unser Lager jetzt nach links nämlich verlegen, komplett. Wie gesagt, die Schmiede kommt auch weg. Hier ist schon wieder Stein. Ich hoffe nur, dass mir die Bude nicht einstürzt. Wir müssten irgendwann anfangen, eine Decke reinzuziehen. Es stürzt uns irgendwann wirklich ein. Aber dafür müssen wir noch eins höher auf jeden Fall. Überall. Es waren noch zwei höher eigentlich. Weil ich will eine Deckenhöhe von 3. Auf jeden Fall. Wobei ich würde sogar fast sagen 4. Ja, vielleicht bauen wir noch eins tiefer. Lassen wir noch eins tiefer graben. Oder zwei tiefer graben. Ich würde nicht nach oben gehen wollen, sondern ich würde nach unten vielleicht weggraben. Auch wenn es ein bisschen komplizierter ist, weil wir haben jetzt hier dann eigentlich schon wieder Erde. Das Problem ist, dass es irgendwann das einstürzen kann. Frage ist, wenn wir das jetzt wegbuddeln, da müssen wir aufpassen. Also ich würde hier auf jeden Fall, ja, hier dann Decke reinziehen. Frage ist, ob wir es gleich irgendwie aufwerten, dann sparen wir uns das Holz. Da müssen wir mal gucken. Das ist auch so. Aber so ist es zumindest gestützt, das Ganze. So ist es zumindest gestützt. Tun wieder Lehm raus. Auch schön. Geht da nicht. Blöcke. Alteisenhelm haben wir hergestellt. Tragen, danke. Der ist auf jeden Fall besser. Allerdings sind wir damit natürlich schwerer und lauter. So, 15. Pflastersteinblöcke. Ausrüsten. Pflastersteinblöcke. 19. Fertigen.
Ja, hübsch. Dann haben wir doch eine ansatzweise erstmal vernünftige Reckinghöhe. Ich würde aber trotzdem wahrscheinlich nochmal... Also wir können hier den Boden hier einfach rausnehmen und nochmal eins tiefer buddeln. Ich glaube, das würde ich machen wollen. Gegen Ende zumindest dann. Sieht einfach besser aus. Und es fühlt sich besser an, wenn die Decke nicht so tief ist. Also ich meine, bei 3 geht's schon. Also hier geht's eigentlich schon. Ja, wobei, das geht eigentlich. Vielleicht lassen wir es aus. Aber wir haben Zeit. Und je mehr. So. Jetzt gehen wir aber langsam los. Das heißt, wir sortieren ein. Zack. Rein da. Dann haben wir Dinge zum Verkaufen. Das hier kann raus. Das hier, das hier, das hier. Okay, das bleibt drin. Die Chiffons bleiben drin. Da stellen wir gerade noch her. Das hier haben wir zum Verkauf. Das hier haben wir zum Verkauf. Das hier ist zum Verkauf. Da hätten wir noch eine Modifikation. Die können wir auf jeden Fall auf die Rüstung auch noch anwenden. Auf dem Helm zum Beispiel. Den Rest würde ich behalten wollen. Ja, Rest können wir behalten. So, Modifikation verändern. Bingo. Abschließen. Dann das, das, das. Das sind jetzt Dinge, die wir verkaufen wollen. Nahrung und Wasser. Benutzen. Wir trinken auf jeden Fall jetzt noch zweimal Wasser. Nahrung. Das Maisboot war zwar ganz nett, hat uns aber jetzt nicht so krass vorwärts geschoben. Benutzen. Wir haben 5.41 Uhr. Na, komm raus hier. Das dauert wirklich lange. Wir brauchen mehr Tausammler, also wir sollten auf jeden Fall auch noch Plastik mit einpacken. Okay, wir sind nicht überladen. Wir haben hier unsere Vorräte, die wir abgeben sollen. Hier hinten ist die Händlerroute, die wir öffnen sollen. Ich würde sagen, ja, 1 Kilometer. Ey ho, let's reintret. Und jetzt können wir auch durchfahren. Bis zur Chain. Dann machen wir erstmal die Händlerroute auf, gucken, dass wir unsere Infektion loswerden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da halten wir allerdings an. Weil... Ah, die sind leer. Dann habe ich den hier auch schon gemacht. Die da habe ich... Ah ja, die hatten wir auch schon. Oh, Pillen. Oh. Oder wir probieren hier unser Glück. Dreiergebäude. Machbar. Auf jeden Fall machbar. Kommen sie ran, kommen sie ran, kommen sie ran. E4 geht. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Ja, auch gut. Ey, easy. Was willst du? Du gehörst ja gar nicht dazu, mein Freund. Der da hinten, der spielt mit dem Hütchen oder was? Ja, okay. Also wenn er kommen will, kann er kommen. Solange jetzt hier kein Hund ist, oh, das ist gut. So, was hast du hier? Verbände. Holz. Witze. Ich hab gerade einen Hund bellen gehört. Ja, Halluzination. Antibiotika bitte. Freunde. Antibiotika. Hallöle. Kommen sie rin, kommen sie ran, kommen sie ran. Steine. Das ist jetzt aber nicht wieder eine Horde oder so, oder? Ich glaube, links von mir ist auch noch was, oder? Hinter mir irgendwo. Er lebt immer noch. Jetzt ist er tot. Das ist ein Pillenladen. Verdammte Axt. Erst Axt. Brennende Schaftmod. Cool. Können wir auf unseren Baseballschläger anwenden? Oder könnten wir anwenden? Aloe-Creme.
Sand. Lehm. Da gibt mir noch was Sinnvolles. Vitamine. Eisenrohr. Danke für nichts. Es sieht schlecht aus. Der meiste Loot ist kein medizinischer. Leber, schön. Oh, zweimal Faden. Sehr schön. Plastik brauchen wir nach wie vor. Oh, guck mal, brauchen wir nur einen Schlag für. Hier sind Pillen. Auch nichts. Also, manche Dinger sind Pillen, manche sind keine Pillen. Ihr seht doch schon. Manche sind einfach nur so Standard-Loot. Die Pillendinger interessieren uns. Aber wenn wir jetzt hier eh schon drin sind, ganz ehrlich, können wir auch alles mitnehmen. Und hier gibt's echt viel. Holla, die Waldfee. Okay, wieder was, was wir verkaufen können auch. Hier schon maximal überladen gerade. Hier Verbände. Auf jeden Fall haben wir unseren medizinischen Vorrat ein bisschen aufgefüllt. Aber leider nur den medizinischen Grundvorrat. Oh. Okay. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben einen Honig. Wir sind aber bei 12. Das heißt, wir bräuchten 3 Honig mittlerweile. Um das ansatzweise in den Griff zu kriegen. Wo haben wir geparkt? Da. Das ist leider zu viel. Aber hey, wir haben einmal Honig. Gut. Das hier, das. Das. Und benutzen. Einfach nur, weil wir den Platz brauchen. Ich würde es gerne aufheben, aber wir brauchen einfach den Platz gerade. So, jetzt sind wir nur 6-mal überladen, nämlich. Hier, einmal Honig ist jetzt die Ausbeute. Da geht mehr. Aloe-Creme. Mechanische Teile, sehr wichtig. War ein Hühnchen, oder? Was? Habt ihr das durchs Fenster gesehen gerade? Oh, Nähsets. Oh, wir brauchen... Stimmt, wir müssen schauen, ob wir Stoff finden. Plastik. Weil wir die Doppeltaschen noch brauchen. Oh, Pilzsamen schon wieder. Die findest du mittlerweile häufig. Die waren früher das Seltenste, was du überhaupt irgendwie finden konntest. Gefühlt zumindest. Ein paar Schmerztabletten, auch schön. Aber mittlerweile Pilzsamen findest du ansatzweise okay. Plastik, auch gut. Weiterer Haussammler vielleicht. Stoff. Gut. Nope. Nope. Also ich nehme den Honig nicht, weil er nichts bringt. Es ist zwar gut, dass wir ihn haben, aber er bringt uns einfach nicht vorwärts im Moment. Weil die Infektion schlimmer ist, wie wo der Honig geheilt werden kann. Stopp, Blutungen, Schnittwunden, Heilungsgeschwindigkeit, Schürfwunden, Gesundheit. Ja, das bringt uns auch nichts. Wir brauchen Antibiotika. Wir haben irgendwo was geweckt. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe wieder keine Ausdauer. Das ist dem Scheiß egal, das Ding. Es ist halt ein dicker Zombie-Wild, wo ich alles reinschießen kann. Das waren nur Powerschläge, wo ich alles reinschießen kann, was ich will, und er stirbt halt nicht. Okay, unsere Infektion hat sich erledigt. Boah. Alter. Das ist doch scheiße. Ich krieg die Krise. Okay. Ganz ehrlich. Bin bedient für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden diese scheiß Laden auseinandernehmen. Ein dicker, wilder Zombie. Was soll ich dagegen machen? Ich habe alles rein... Das Einzige, was ich machen kann, das Maschinengewehr mitnehmen. Und ein... Alles reinschmeißen, was ich habe. In das Ding. Das Ding hat 30 Schuss. Oder? 15? Ja, es ist improvisiert. Das 15 Schuss. Und alles reinpulvern, was ich kann. In den.
komplettes, oder 5 Schuss, war nicht genau das komplette Magazin, auf 5 Schuss plus zig Powerschläge reingehauen. Ja, danke für nichts. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge bei 7 Days to Die. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war nichts.